geht's nicht, Bro. Digga, geht's nicht. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. They see me sliding. Du weißt nicht, wo die Toilette ist. Der muss richtig dringend auf Klo. Mann. Nein. Wenn wir so weitermachen, fliegen wir raus. Alle Lampen am Sound. Die dümmste Idee, das Licht ist ausgegangen und der Fahrstuhl bleibt stecken. Oh mein Gott. Why sind wir nicht immer so frei? Heute, wir haben endlich wieder neue Sachen im Heyshop.de, meine Freunde. Denn der Frühling kommt, meine Freunde. Und wir haben endlich neue Color Hoodies. Und lustigerweise passen die auch perfekt zu den Kaugummis. Wir haben einmal dieses Hellgrün, was perfekt zu Spermen passt. Dann haben wir einmal Rot, was natürlich perfekt zu Wassermelone passt. Und richtig geil, so eine Sandfarbe, damit man sich direkt am Sandstrand von Mallorca fühlt mit den Tropical Kaugummis. Das ist es. Wir wollten außerdem auch an den Strand fahren, aber es ist komplett in die Hose gegangen, meine Freunde. Wir wollten auf ganz entspanntes Tropical Island in Berlin. Ihr kennt das ja, wir haben schon ein paar Videos dort gedreht. Das war wirklich super da. Aber Leute, es ist ein langer Weg. 6 Stunden und wir hatten einen langen Trip vor uns. Und was auf dieser Fahrt passiert ist, ist wieder komplett krank. Bin ich das erste Mal mit dem Auto liegen geblieben, weil ich keinen Akku mehr hatte. Und das war schon eine Erfahrung wert, sagen wir mal so. Freunde, es ist mal wieder super, was hier passiert ist. Autobahn und das Auto ist einfach stehen geblieben. Das ist es. 0 Kilometer Reichweite und wir können nicht fahren. Yay. Das war wirklich mega nice. Ich bin noch nie mit meinem Auto stehen geblieben. Wenn ihr euch wundert, warum ich da so auf ironisch so froh bin, ich habe versucht, ein bisschen die Stimmung zu heben, weil alle unfassbar sauer auf mich waren. Und wir stehen lustigerweise 1 Meter neben dem Charger und jetzt werden wir abgeschleppt wegen fucking 4 Minuten Fahrt. Das ist echt ganz belastend. Wir sind 20 Minuten hier. Kann man hier wohl Lieferanten bestellen? Junge, wir stehen mitten auf der Autobahn! Und du fragst den Lieferanten! Ja, A2, da steht's! Wir haben ja ein bisschen Panik in der Titanic gerade. Oh mein Gott! Unsere Rettung! Ehre, Digga. Dann wurden wir endlich gerettet, aber ich habe gemerkt, dass mein Lenkrad nicht mehr funktioniert. Deswegen mussten wir für vier Leute das Lenkrad irgendwie umdrehen, damit ich da irgendwie raufgezogen werden konnte. Das war wirklich einfach eine absolute Katastrophe. Ich meinte halt vorher, das schaffen wir easy zur Ladestation, gar kein Problem. Freunde, ich verschaffe mir doch easy zum Supercharger, Digga, gar kein Spaß. Ich wollte mal schon ein bisschen höher mal fahren. Dann wurden wir aber hochgezogen und irgendwie ist die Stimmung dann richtig lustig geworden, weil es hat ultra Spaß gemacht, auf diesem Auto da mitzufahren. Ist das geil? Das war voll lustig, man war voll weit oben. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Ich hebe ab. Und es fühlt sich so komisch an, nicht fahren zu müssen, wäre das mal gefährt. Oder habe ich ein bisschen geschlafen, Leute? Digga, der Autopilot kann nicht alles. Moritz, der Autopilot kann nicht alles. Digga, mach die Hände an den Lenkrad. Digga, was zur Hölle? Wir werden von einem LKW. Digga, wir werden sterben. Ah, da sind sie doch, die Charger. Und nach einer halben Ewigkeit sind wir dann endlich angekommen und konnten weiterfahren. Wird es langsam nachts. Und das nicht nur einmal, sondern direkt zweimal nachts auch nochmal direkt liegen geblieben, weil ich eine Ausfahrt verpasst habe und das 50 Kilometer Umweg war. Das war einfach nur schrecklich, Leute. Ihr müsst überlegen, ich fahre und auf einmal sehe ich so, scheiße. Ich muss noch 50 Kilometer weiterfahren und ich habe nur noch 0 Kilometer Akku und dann war einfach nur so, ganz scheiße. Jetzt haben wir es eh schon einmal gemacht, dann machen wir es auch ein zweites Mal. Es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Junge, ich will aber nur sterben. Das war wieder eine Mega-Reise. Und dann sind wir im Tropical Island angekommen. Aber das Problem, große Problem war, aber wir hatten keine Schlafmöglichkeit. Wir waren da mit irgendwie 10 Leuten. Dann hatten nur ein Zelt, 3 Leute, 2 Leute reinpassen nur. Ja, und ich würde sagen, schaut einfach mal rein, was wir da gemacht haben. Lacht mal alle! Ja! Ihr müsst euch überlegen, wir hatten gerade die schlimmste Reise hinter uns und wir hatten absolut gar keinen Bock mehr. Es hat unfassbar gewittert, deswegen versteht man hier auch einfach gar nichts. Nur ein einziges Zelt, das heißt... Unser Plan war auf jeden Fall, da wir ja nur ein Zelt hatten, wo nur 2 Leute reinpassen, einfach ein eigenes Zelt mitzunehmen und auch wirklich nur das Zelt reinzuschmuggeln, nichts anderes. Nur das Zelt, meine Freunde. Was passiert hier schon wieder? Das ist die dümmste Gruppe, die man haben kann hier. Wow. Wow, das sah aber smooth aus, Digga. Mach mal doppelt. Wunderbar. Leute, fragt mich nicht, warum wir auf einmal irgendwelche komischen Akrobatik-Sachen wieder gemacht haben. Ich wollte einfach nur filmen. Was macht ihr hier, Digga? Oha, um den Schock der ganzen Fahrt zu verdauen, haben wir uns erstmal ein paar Getränke gegönnt in der Bar. Die Stimmung war auf Hochtouren. So, Freunde, jetzt wird erstmal was gegessen. Und sei mal ehrlich, wie cool sieht das wieder aus, dass man so das Handtuch rum... Also das macht es eigentlich schon so mindestens 2 Level cooler, so, wenn man so ein Handtuch drum hat. Die Fischen vom Bodensee seine Löhne, meint Jochen. Ja, Leute, das ist unser neuer Lieblingssong geworden. Die Fischerin vom Bodensee. Die Fischerin vom Bodensee. Fragt uns einfach nicht, wirklich, ohne Spaß. Die Fischerin vom Bodensee.
Bodensee ist eine wunderbar. Sagen wir mal so, der Lustigkeitspegel stieg immer mehr. Gläser sind irgendwann umgefallen. Das war einfach super. Oh mein Gott. Das wird nicht gut sein. Das wird gar nicht gut sein. Wir haben hier auf jeden Fall reichlich Spaß, meine Freunde. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass wir halt wirklich keinen Schlafplatz haben. Außer ein Zelt für zwei Personen und wir sind 9. Oh mein Gott, ich glaube, hier sind unsere Zelte. Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Weidjoche. Alter Junge, wir sind Brüder! Bodensee ist. Du hast rausgeschmissen, das ist super. Und dann haben wir unsere Zelte gesehen, mit denen wir jetzt 10 Personen reingehen sollen. Und das hat wirklich optimal geklappt. Oh, das wird eng mit 9 Personen, glaube ich. Ja, das sieht hier auf jeden Fall ein bisschen eng aus, würde ich sagen. Freunde, ich habe eine Lösung für euch. So, Freunde, jetzt haben wir dieses Zelt hier. Und wir haben noch zusätzlich dieses Zelt hier. Wunderbar. Mega nice. Oh, Bruder, das ist so, so dumm, Digga. Was machen wir? Warum können wir nicht einmal normal irgendwo Urlaub machen? Gute Nacht. Naja, wir haben uns erstmal gedacht, scheiß drauf, dann gehen wir halt erstmal schwimmen. Und dann hat Finn einfach gemerkt, dass er nicht mal Badesachen dabei hat. Also Leute, wie lost kann man eigentlich sein? Junge, ihr glaubt das nicht? Finn hat einfach nur ein Hemd mitgenommen und hat seine Badehose vergessen. Wir sind so lost, ich würde sagen, rein ins Wasser. Dümmer geht's nicht, Bro. Klüger geht's nicht, ja. Der Bruder von Jürgen Uhrenzahn. Zoe, was hältst du von unserem Aufenthalt hier? Sehr gut. Wir müssen überlegen, es war so spontan, wir haben nicht mal Badesachen dabei. Henry Henrison, der Bruder von Jürgen. Schauen Sie sich an. Und jetzt alle. Der Bruder von Jürgen. Ganz kurz, wenn wir so weitermachen, fliegen wir raus. Den Tipp haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Henry Henrison, Bruder von Jürgen. Warum ist die Sommerzeit viel zu schnell vorbei? Viel zu schnell vorbei. Schauen in den Blue Sky, küssen den Wind und schreien. Warum geht's so schnell vorbei? Warum ist die Sonne? Johannes hat sich dann einfach mit der Security angefreundet und durfte einfach da mitmachen. Mensch, Jungs, das geht so gar nicht. Das geht so gar nicht. Schaut auf jeden Fall bei Johannes vorbei, hat über den kompletten Ausflug auch ein Video hochgeladen. Es ist unfassbar filmig geworden. Schaut nach dem Video auf jeden Fall vorbei. Hör auf. Und da hat Johannes noch ein wenig Streit mit der Security gehabt. Baywatch auf Wish bestellt. Leute, das ist jemand in Not. Oh mein Gott, ich bin gefallen. Mir geht's gut. Perfekt. They see me sliding. Wir haben gerade einen Zuschauer im Tropical Island gefunden und ratet mal, was er mitgenommen hat. Sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Was ist dein Lieblingsort? Melone. Melone, sehr gut. Und nachdem wir dann noch ein bisschen Scheiße dort gebaut haben. Ja. Und eins. Und zwei. Und alle auf. Oh, der ist gut! Oh. Haben wir uns dann so ein bisschen verloren und Finn und ich sind dann zu unserem Zelt zurückgegangen und haben gemerkt, Leute, dieser Schlafplatz, der ist einfach scheiße. Okay, Freunde, die anderen Leute haben wir verloren. Zwei Leute sind im Zelt, wir sind in diesem Fake-Zelt hier drin. Es ist gerade 4 Uhr nachts. Wir sind immer noch unter der Kuppel, es ist einfach nichts mehr los. Bro, ich sag so, wie es ist, ich glaub. Sandsturm, Bruder. Das ist ein Sandsturm. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Oh, ist das unangenehm. Ich liebe es gerade hier. Das ist super angenehm. Lass uns woanders hingehen, Digga. Das ist super toll hier, ich will hier bleiben. Wir haben dann mehrere Orte überlegt, wo man dann vielleicht das Zelt doch besser hinstellen könnte, weil da sind wir schon sehr aufgefallen. Neben dem Zelt ist, glaube ich, nicht so gute Idee. Ich glaube, hier ist gut, oder? Hier einfach beim Eingang. Boah, hier ist ein sehr guter Ort. Naja, dann haben wir es woanders probiert, wie zum Beispiel am Strand. Hier wäre ein sehr schöner Ort zu schlafen. Im Fahrstuhl? Das war sogar echt ganz gut. Freunde, ich habe eine richtig gute Idee. Wir schlafen ja im Aufzug. Nein, das ist die dümmste Idee. Das ist die dümmste Idee. Stellte sich als ziemlich dumme Idee raus, denn was ich nicht wusste, ist, dass der Mitarbeiterfahrstuhl war und ich nicht mehr rauskam. Der Aufzug war die dümmste Idee. Das Licht ist ausgegangen und der Fahrstuhl bleibt stecken. Oh mein Gott, das Licht ist ausgegangen. Ich komme nicht mehr raus aus dem scheiß Fahrstuhl. Ich bin in einem scheiß Fahrstuhl, in einem Mitarbeiterfahrstuhl. Ach du Scheiße, man muss hier einfach seine scheiß Mitarbeiterkarte eingeben, damit man hier weiterkommt. Ich komme hier nicht raus. Holt mich raus! Drück den Knopf, Digga! Oh mein Gott. Auf keinen Fall im Fahrstuhl, Digga. Auf keinen Fall im Fahrstuhl. Und da haben wir überlegt, diese ganze Zeltidee macht gar keinen Sinn. Das ist einfach nur schrecklich. Die anderen haben wir sowieso alle verloren und haben einfach das Zelt irgendwelchen Zuschauern geschenkt. Wollt ihr auch hier übernachten oder so? Wollt ihr auch hier pennen? Ja, schon fresh. Aber ihr habt keine Unterkunft, ne? Nee, Digga. Jungs, ich würde sagen, ich schenke euch das Zelt. Ich glaube, das ist ein Zelt zu schlafen. Wir schlafen, glaube ich, lieber auf den Liegen. Wir haben jetzt aber irgendwelchen Zuschauern das Zelt geschenkt. Er heißt Henrison. Du heißt ja nicht Henrison. Er heißt Henrison. Der Bruder von Jürgen Huber.
Wir haben ihnen einfach dann wirklich das Zelt geschenkt. Wir sehen uns. Ihr seid die Besten, endlich. Wir haben ein Zelt und rennt weg, dann, bevor die das Zelt uns wieder zurückgeben wollen. Ich hab mich dann einfach irgendwo hingelegt. Ich wusste nicht mehr, wo irgendjemand war und es hat eh nicht mehr lange gedauert, bis dann die Sonne aufgegangen ist. Ja, Freunde. Also das Zelt hat irgendwie nicht so geklappt. Ich bin jetzt irgendwie in den Umkleiden gelandet. War eine mega Nacht. Ich bin gespannt, wo die anderen gepennt haben. Schlechter als das kann es nicht sein. Digga, dein Herz? Hier, Digga. Das ist es, mein Lieber. Nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Digga, das kann nicht sein. Woher hast du ein Boot? Hallo? Oh, wach werden. Bruder, woher hast du diese Brille und woher hast du das Boot? Digga, nein. Nein, jetzt, also jetzt reicht's. Bruder, du hast dich hier gepennt. Kannst du mir nicht erzählen? Ey, ich hab meinen Posten, ich hab auch die Schicht. Und war alles sicher? Hast du alles sicher gehalten? Ja. Hey, nicht vom Becken ranspringen. Ob diese Geschichte wahr ist? Ich glaube schon. Und wir haben den Tag natürlich noch schön genossen. Die Flamingos! Oh mein Gott, die kämpfen, Digga, die hassen sich. Leute, es ist einfach gerade aufgefallen, dass Finn einfach permanent so mit der Hand die ganze Zeit immer so macht beim Laufen. Warum ist das so? Lauf mal bitte. Warte ein paar Sekunden ab. Jetzt geht's erstmal eine Runde sliden. Johannes, jetzt komm hoch, Junge. Und zu guter Letzt haben wir uns auch einen unfassbar unlustigen Prank überlegt. Und ich hatte so komischen Plastikcode dabei gehabt. Hab ich einfach im Wasser rumschwimmen lassen. Die Leute dachten wirklich, dass da jemand reingekackt hat. Ey, Jungs, wisst ihr vielleicht, wo die Toilette ist? Der muss richtig dringend aufs Klo. Der kann das nicht mehr lange aufhalten, wirklich. Wo ist die? Schnell, um das Haus rum, da hinten dann. Oh mein Gott, Digga. Die Scheiße ist auf dem nächsten Weg. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ja, das ist wirklich witzig, Freunde. Lasst ein Abo da. Lasst auf jeden Fall ein Like und Kommentar da, wenn wir mit der gleichen Gruppe nochmal auf einen Ausflug gehen sollen. Das fand das wirklich mega lustig. Schaut auf jeden Fall bei Johannes vorbei und wir sehen uns nächste Woche. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals down, denn wir sind so high. Wie wir alle rumpusten. Oh, Leute, nicht aussteigen. Bruder, der Typ, der macht da gleich Picknick, Digga. Real Talk, Digga. Er chillt sein ganzes Leben da. Mir geht's super. Oh, die ist jetzt gar nicht super. Heute geht noch einiges. Ich wünsche euch wirklich ein unfassbar schönes neues Jahr. Alles Gute zum Karneval.